Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Südermann. Ja, warum stehen wir hier hinten beim Kuhstall? Es hat sich ein bisschen was ge geändert hier. Jetzt nicht per se der Kuhstall, das jetzt nicht, aber wir haben hier ein Fahrsilo weniger. Dafür haben wir hier einen Bunker. Beziehungsweise, ich habe es jetzt im Endeffekt einfach mal. Oder ich habe mir das mir jetzt so überlegt. Hier ist Dünger, Saatgut. Kompost habe ich jetzt auch drin. Außer Anlage ist alles hier in dem Lager. Das ist alles das, was in das große Lager nämlich nicht reingeht. Ja, dafür habe ich das eine Silo abgebaut und das hier hingestellt. Mit dem Preis, ich glaube, das war irgendwie plus minus null. Ich glaube sogar, dass dieses Lager ist gewesen noch ein ganz kleinen Ticken günstiger. Also, wenn man sieht jetzt hier, was jetzt drin ist, ja, es übernimmt irgendwie auch das Lager. Warum, weiß ich nicht. Ich habe versucht, hier ein Display hinzustellen, aber. Dann hast du hier das ganze Mischfutter-Gerödel, auch alles damit drin. Also wir sehen hier, Kalk ist hier auch tatsächlich auch ein bisschen drin, ein bisschen Kompost ist hier drin, Saatgut und Dünger, ja, Silage und Schweinefutter und sowas, das ist das andere Silo. Weil die hier irgendwie wahrscheinlich zu dicht nebeneinander stehen, schätze ich mal, darum ist das wahrscheinlich so. Wenn wir jetzt mal eben rübergehen. Werden wir dasselbe hier nämlich auch dann sehen. Beziehungsweise hier sehen wir nur das, was hier tatsächlich in dem Lager drin ist. So. Genau. Und danke sagen muss ich auch für die neuen Abos, die reingekommen sind. Ich weiß, ich vergesse das immer sehr oft, könnte man sagen, ja. Also da auch nochmal, ne? Vielen, vielen Dank dafür. Die Helfer sind, oder beziehungsweise ist es ja im Endeffekt nur der hier, der jetzt hier am Ansehen ist. Hier steht der LKW drin, hier steht der große. Der Schweinetransporter, den können wir mal eben auch parken stellen. Hier können wir, glaube ich, mal in den Rest reinschmeißen. Den holen wir mal eben nach Hause, würde ich sagen. Ich bin mir jetzt auch noch ehrlich gesagt auch wirklich noch nicht eins, ob hier. Ich habe nämlich, bin gerade so mal durch die. Ne? Produktion mal so durchgegangen. Bei der Ölmühle könnten wir eigentlich noch mal so ein bisschen hier Sonnenblumen hinbringen. Aber ach, guck mal an. Der muss aufgefüllt werden. Das ist der kommt wie gerufen, muss ich echt sagen. Weil hier. Wir haben. Also, ich habe hier noch nach der Aufnahme, beziehungsweise ich weiß es gar nicht, habe ich das jetzt auch am selben Tag. Beim letzten Mal weiß ich es gar nicht. Oder abends noch. Irgendwie habe ich das alles noch ein bisschen versucht zu sortieren und aufzuräumen. Wie jetzt auch Hof. Gibt es jetzt tatsächlich auch nur Hof, der Silo, das. Andere Silo, wo jetzt Mischfutter und so ein Scheiß drin ist. Das Saatgut, normalerweise könnte das eigentlich weg, weil da kaufe ich das sowieso nicht, weil wir haben unser eigenes Saatgut. Gut, okay, ist hier schon mal drin oder ist hier drin. Was soll's. Den Waschplatz ist hier drin, die Parkplätze. Und was ich jetzt alles extra gemacht habe, Hof, darum Hofproduktion. Habe ich jetzt alles in Hochproduktion regelt. Also der Komposter hier drin, das Heulager, die Düngerproduktion, und die Heutrocknung
müsste hier eigentlich der Heutrocken. Ist da auch drin der Silageturm, die hier Schweinefutterproduktion, Mischfutter, ne? Ist auch hier drin. Dann habe ich das jetzt. Ja, genau, Düngerproduktion. Oder beziehungsweise das Düngerlager. Das habe ich nämlich jetzt auch extra benannt. Das Düngerlager hat mich jetzt einen einzelnen extra Punkt. Ich habe es jetzt extra Dünger- und Saatgutlager genannt, weil damit ich auch genau weiß, da ist das Dünger und Saatgut und auch Kompost drin. Weil Kompost, weiß ich, wusste ich jetzt auch nicht so ganz genau, wo ich da jetzt mit hin soll. Ist jetzt so wieder so eine Frage, wir müssen den dann. So hinstellen? Ja, ne? Da müssen wir ja sagen, du bist auf Feld. Ah, kann man wieder gut sehen. 32. Dann würde ich mal sagen, stellen wir den auf 32. Das Düngerlager, beziehungsweise Dünger- und Saatgutlager. Und, ja, eigentlich jetzt ja, das wäre irgendwie gut, wenn das jetzt beides gehen würde, weil jetzt natürlich jetzt ne, Dünger auf ist. Und wenn du fertig bist, dann hoffe, das funktioniert. Wir warten ab, oder? Ob das so ne, funktioniert oder nicht. Wir waren hier drin, genau. Okay. Also da habe ich jetzt auch noch eine ganze Weile beigesessen, dass die Kurse alle wieder, oder dass ich die alle ein bisschen sortiert habe. Ich hab's jetzt auch schon wieder vergessen. Ich versuche die zu vernünftig abzulegen, zu speichern und dann kann ich die auch ganz gerne oder auch wenn die jemand haben möchte auf dem Discord von mir. Ich meine, das müsste der Link sein, wo Downloads sind, meine ich. Dann würde ich den da nämlich reinschmeißen und dann, wenn jemand Interesse hat, kann sich die ja gerne da dann auch runterladen. Also, wenn wir schon mal hier sind. Ja, Weizen und sowas, das ist auch echt Mangelware. Das nehmen wir jetzt mal eben einmal mit. Dann müssen wir noch mal gucken hier die Produktion. Welche war das denn? Wo war die denn noch? Da war jetzt ja die Mario, genau. Das war hier Bäckerei. Brauerei. Ah ja, genau, das war das, ja. Ah, die Mühle. Hier haben wir die eine Mühle. Das ist aber nicht die Mühle, die wir brauchen. Schreinerei. Nee. Die brauchen wir, ne? Gehören uns die jetzt eigentlich? Natürlich gehören uns die nicht. Wo ist denn jetzt die Mühle, die uns gehört? Oder die Ölmühle?
Es wird uns hier, glaube ich, nicht angezeigt, ne? Ölmühle. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, na gut, dann ist das doch da. Kann ja irgendwie auch nicht anders sein, oder? Hat das jetzt nicht funktioniert? Oder wo willst du jetzt hin? Also wie es aussieht, fährt er jetzt wieder zurück. Müssen wir die mal im Auge behalten. So im Großen und Ganzen müssten die jetzt normalerweise eigentlich jetzt noch nicht da jetzt was hochbringen. Da müssen wir hin, ne? Kann man jetzt hier nicht auch einen Marker setzen, ne? Ja, ne? Ja, siehst du, so, das ist so hier. Kriegen wir das, glaube ich, hin. Ich meine, ich kriege das normalerweise, komme ich jetzt so langsam. Ich meine, ich sollte normalerweise so langsam, also nach, ne, 256 Folgen, sollte man sich eigentlich so ein bisschen auf der Map auskennen. Und ich sag's gar nicht, ich verkack's schon wieder, ne? Oder ist das da oben? Ist das da oben? Okay. Ne? So, dann würde ich sagen, aktivieren wir die auch nochmal. Ist sie läuft. Wo bin ich denn jetzt hingefahren? Also, ja. Hey, ich war jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Ja, es liegt auch wahrscheinlich daran, weil ich habe jetzt gerade schon die Marsch aufgenommen. Also wir sind hier am Mittwoch, wo ich jetzt aufnehme. Ist hier, ja, ne? Verwirrung vorprogrammiert, könnte man sagen, ne? So, jetzt haben wir natürlich nichts mehr, was wir, also wir haben echt Schwierigkeiten, ne? Wir brauchen echt mehr hier, sag schnell. Weil wir haben wir jetzt. Können wir die jetzt eigentlich schon die. Und er ist schon wieder jetzt vorbeigefahren, ne? Wieso lädt er denn jetzt keinen Dünger auf? Da ist doch Dünger drin in dem Scheißladen. Ich hab doch. Da ist hier, ne? Moment. Ist es jetzt,
War das jetzt ein, ist das jetzt ein verkehrter Er macht schon mal einen Deckel auf. Das ist ja schon mal von Vorteil. Aber er packt da irgendwie nichts rein. Ist der Punkt zu weit vorne? Und jetzt stehst du hier und wartest. Hey, ich weiß nicht, habe ich jetzt einen falschen falschen Modus oder? Er macht ja schon eigentlich das schon das Richtige, er macht den Deckel schon mal auf. Ich weiß ja nicht. Ich probiere noch mal noch was aus. Wir machen aber jetzt in Feierabend für die Folge hier. Dann sage ich wieder danke fürs Zugucken und sehr, sehr gerne bis morgen. So, würde ich sagen. Also wenn ihr Bock habt, morgen auch noch wieder gerne reingucken. Dann hier, ne, verabschiede ich mich. Bis dahin. Hier, haltet euch munter. Und hier, haut rein. Ciao, ciao.